Herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und heute zeige ich Ihnen die aktuelle 2017er Modellserie des Lawrence Hook. Jetzt sehen Sie vor mir verschiedene Modelle stehen. Wir sehen hier die 4er, die 5er, die 7er. Die unterscheiden sich also nicht nur in der Größe, sondern auch in der Ausstattung. Wir werden immer wieder gefragt, hier vor mir sind diese beiden Geräte, einmal ein Lawrence Hook 4X und ein Lawrence Hook 4. Die unterscheiden sich eigentlich ganz einfach. Wenn ein X dort hinter steht, ist das das reine Echolot. Wenn dort nichts hintersteht, so wie bei diesen Geräten, dann haben wir immer eine Kombination aus einem hochsensiblen Sonarsystem mit der zweidimensionalen und der fotorealistischen Downscan-Technik. Und wir haben noch zusätzlich ein GPS-Kartenplotter-System drin. Wir können also mit diesen Geräten digitale Seekarten benutzen von Navionics oder CMAP. Wir können kostenfreie Seekarten reinladen, sogenannte ATV. 5 Dateien OpenCMAP, und das ist eigentlich so ziemlich das Interessanteste an diesen Geräten, wir sind in der Lage, mit Inside Genesis eigene Seekarten zu erstellen. Jetzt ist es so, wenn Sie auf unsere Internetseite gehen, dann haben wir dort einen Bereich mit Inside Genesis. Da sehen Sie sämtliche bereits kartografierten Gewässer Deutschlands und können genau erkennen, zu wie viel Prozent ein Gewässer auch kartografiert wurde. Jetzt ist es so, dass manchmal Gewässer noch nicht kartografiert wurden, so ganz kleine Baggerseen und ähnliches. Dann haben Sie die Möglichkeit, eine leere Micro-SD-Karte in diesen Schacht zu legen, reinzustecken, den See abzufahren, eine Sonaraufzeichnung zu machen. Sie nehmen die Karte später raus, wenn Sie vom See wiederkommen, und laden das an die Internetseite gofreemarine.com hoch. Sie warten circa eine Stunde und bekommen dann die Daten von Vermessungstechnikern überprüft wieder zurückgespielt auf diese Micro-SD-Karte, und Sie haben plötzlich eine digitale Seekarte von Ihrem kleinen Gewässer auf dem Gerät, und das in der Regel kostenfrei. Diese Geräte sind hervorragend geeignet zum pelagischen Fischen. Also wenn Sie Raubfischangler sind und Sie arbeiten mit kleinen Gummifischen, Sie haben kleine Jigs, kleine Köder, die für ein normales Echolot sehr schwer zu erkennen sind, und Sie wollen einfach nicht ganz so viel Geld ausgeben, dann empfehlen wir Ihnen mindestens die 5er oder die 7er Serie. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenn Sie mehr Informationen brauchen zu dieser tollen Serie oder zu anderen Geräten, schauen Sie auf unsere Internetseite www.echolotzentrum.de oder rufen uns an unter 05251 184 1096.